Und damit herzlich willkommen zurück zu Minecraft Megaman. Ich bin jetzt Ahoi. gerade in unserem Portalraum. Wir haben ja gerade das Hallo. Portal abgebaut von denen. Oder besser gesagt, das, was die Hölle erschaffen hat. Die haben ja unseres abgebaut sozusagen. Und jetzt baue ich gerade einen kompletten Raum um unser Portal und um unseren Dingens drumherum. Und schreibe halt außen an die Wände. Oder überhaupt alles, was hier aus Cobblestone gebaut ist, ist von LeFishy gebaut. Da bauen wir unten noch eine Holztür rein. Und dann dürfen die hier ja nicht mehr rein, weil das ein Gebäude von uns ist. Punkt. Dadurch ist unser Portal dann sicher, hoffe ich. Also, wenn sie denn ihre Regeln achten. Aber wenn du das überall außen an das Dings da baust, was soll uns das denn sagen? Ich meine, man kommt doch in dem Portal raus. Und ist dann Ja, im aber sie Raum dürfen hier drin. nicht rein und ich mache vor das Portal auch nochmal ein Schild. Unsere Sommerresidenz. Punkt. Die dürfen hier dann nicht mehr rein. Okay. Ihre eigene Regel. Fremde Häuser dürfen nicht mehr begangen werden. Ist übrigens eine neue Regel im Projekt. Haben die eingeführt, nachdem sie mich fast getötet haben. Und Alter Schwede. dadurch haben sie sich jetzt selbst ins Knie geschossen. Ich werde mich mal kurz verpissen. Warum? Weil da ungefähr 8 Creeper von mir gespawnt sind und ich habe keine Lust zu sterben. Okay. Mit einem halben Inventar voll mit Sand. Nee, würde ich auch nicht machen. Ich würde es machen. Hi Freddy. Kannst du mir Ahoi. mal so drei Schilder bauen? Drei Schilder sollten reichen. Da. Danke. Ist ja nicht so, dass Das mein waren Portal jetzt so riesig auf Erden Holzstöcke. noch ist. Ich habe jetzt einfach Rohholz gefarmt. Ja, habe ich gemerkt. Dann Danke. bauen wir bitte mit zu hier. Ich habe keinen Stein. Dann fahren wir welchen hier raus. Habe ich auch gemerkt. Ich hatte ja auch keinen Stein. Das bauen wir jetzt alles aus Cobblestone oder Yep. was? So, ich habe nämlich auch keinen Stein mehr. Doch, habe ich noch 30 Stück. Chillig. So ein sinnvoller Part. Ja, ist mir egal. Ich finde das lustig. Das ist jetzt Trolling. Kein Trolling, das einfach nur Nether kaputt machen, als er schon ist. Mehr. Ja, wir brauchen auch mal ein Portal, wo wir rauskommen können. Ohne, dass es gleich auf irgendeinem scheiß Baum ist. Was Kacke ist. Oder wolltest du für immer auf dem Baum spawnen? Nee, eigentlich nicht, also. Siehst du? Muss jetzt nicht sein. Verzichte gerne. Und da hier das Urportal ist, wenn sie es nicht abbauen dürfen und trotzdem irgendwo Neues hinsetzen, dann kommen sie zwar in dem Portal raus, können aber nicht über das Portal zurückgehen, weil das hier das Urportal ist. Theoretisch müsste dann das hier das Portal sein, was immer angereist wird. Theoretisch, ich weiß Gerade ein nicht bisschen genau wie. behindert? Wieso? Hier wurden alle Steine abgebaut, die hier sind, und trotzdem fehlt mir einer. Ich war es Wahrscheinlich ein habe ich einen Dreckler. von dir aufgehoben. Dann müssen wir oben auf den Dingens noch halt so eine Platte machen. Falltür. Ja, genau. Und außen machen wir so ein Schild Sommerresidenz Stadt 3, Stadt 5, Stadt 3 sind wir, ne? Ja. Ich kann mir das nie merken. Glaube ich. Ja, dürfte. Ich finde es echt gut, dass die dann nicht mehr in ihre eigene Basis sozusagen rein dürfen, also in ihr eigenes Portal. Und dann erlassen sie bestimmt eine Regel, die das wieder sprengt. Ja, aber es ist irgendwie ein bisschen behindert, weil was sollen die dagegen denn machen? Wogegen? Also, ja, dass sie dann nicht mehr bei uns rauskommen. Ich meine, wir haben keine Durch andere die zwei Möglichkeit. anderen Portale gehen, die sie haben? Ja, stimmt. Da war ja was, die haben irgendwie 6 Stück, 7000, 8. So, jetzt bräuchte ich die Decke noch aus. Dürfen nicht mehr in unser Lass dann Haus. irgendwie so eine Eisenbahn zu unserer Stadt bauen mal. Ja. Kishi. Wenn Lass die Unisafaka, Eisenbahn von Kishi, dann mal bauen.
aber wenn Kishi die baut, habe ich Angst damit zu fahren. Ich glaube, dann sterben wir wohl eher. Nein. Das kriegt er schon hin auf meine Anleitung. Wieso fehlt hier eine Treppe? Ist auch egal. Also, jedenfalls hier die ganze Weg hoch geht schon. Die ganze Weg hoch. Da überall Cobblestone hin. Ich finde es das lustig, dass wir jetzt trollen. Du trollst eigentlich nur, ich baue hier nur deinen Weg Ja, fertig. eben. Du baust mit. Das stimmt, ich bin jetzt auch ein Pro. Och nö! Was? Hier kam gerade auf einmal Wasser rein. In deinen Turm gelaufen. Moment! Kurz auf K. Okay. Mikrofon muted. Und Aufnahme geht weiter. Ich glaube, den Part lasst uns nicht, lasst uns One Player trollen. How to troll correctly. How to troll correctly. So, ich hab das Essen. Lass uns mal ein How to troll machen. Machen wir doch gerade. Ein richtig lustiges. Na, Jörg? Ne, ach du Scheiße, die Creeper. Hilfe. Lauf einfach weg. Einfach aufs Wasser gehen. Er tötet sie einfach. Ich gehe einfach ins Wasser. Wenn Hallo, du einen Enderman. sprengst, sprengst du die anderen mit. Ja. Und überlebst dabei wahrscheinlich, weil du Jörg bist. Oh, ich habe Lapis Lazuli gefunden. Und Eisen. Mensch, Eisen brauchen wir so dringend. Eigentlich gar nicht so unpraktisch, diese Dinger. Die Creeper. Wieso? Die sammeln mir hier wunderbar den Sand. Ja, aber sie zerstören doch irgendwie dann so die Hälfte davon. Ach so. Ist ja nicht mein Strand. Bald schon. Doch, eigentlich ist das unser Strand. Wieso? Weil das unser Biom ist. Stimmt. Dann ist es hier auch nicht Jörg, das unser ist See. dein Strand. Oh nö, oh nö, oh nö! Du hättest lieber von der Insel was abbauen sollen. Hat der Creeper einen Enderman mitgenommen? Oh. Scheiß Wasser. Kann Wasser das nicht auch total Sorry. kaputt machen? Nein. Ja, nein, nein, nein. Wieso hört das Wasser nicht wieder auf? Warum sollte ich? Was ich ausgemacht habe? Wasser hört nicht einfach auf. Ich hab's aber Hallo ausgemacht. Spinne. Ach, es hört nur extrem langsam auf Treppen, okay. Was du denn? Ich hatte oben aus Versehen einen Block aufgegraben. Aus Versehen. Ja. Ja, das sind die besten Ausnahmen. Das ist bestimmt mit Absicht gemacht. Ja, alles mit Absicht. Ich habe übrigens wieder Ja. 37 Erzblöcke mit. Läuft bei dir? In meiner Ender Chest habe ich auch noch Eisen. Oh, hier ist Gold. Habe ich einen Löwenzahn? Wie heißt Löwenzahn Kein eigentlich in Spitz. Englisch? Also in dem englischen Pack? Keine Ahnung. Taraxacum? Ja, das habe ich nämlich auch überlegt. Das wäre lustig. Haha, lustig, haha. Sektion Ruderale. Ja, voll beschissener Name. Ja, das war früher besser. Ja. Das war echt besser. Was? Der alte Name. Gärtner. Welche alte Name? Gärtner Mist. Ist Löwenzahn nicht irgendwie Daily Bloom auf Englisch oder so? Ja, War's nicht, Sir? dann ich spiele immer auf Deutsch. Ich eigentlich nicht, aber im Moment spiele ich auch auf Deutsch. Ich habe nicht nachgeguckt, wie lange der Part schon geht. Habe ich mir einen Timer gestellt? Nee. Doch, habe ich. Das ist der ganze Weg aus Kobble, oder? An der Leiter Ja. dürfen sie sowieso nicht abbauen. Siehst du, das ist mir nämlich auch passiert. Es dauert jetzt eine Stunde, bis das wieder aufhört. Wäre jetzt cool, Nein! wenn sie auf dem Server kämen. Hä? Wäre jetzt cool, wenn sie auf dem Server kämen. Mein Gott. Ja, das wäre schon ziemlich lustig. Dann würde ich sagen, so, ihr dürft hier nicht mehr ranchen. Das ist jetzt unsere Hut. Ciao. So, kommen wir mal mit. Adaptiert.
unten eine Tür hin, auf beide Seiten. Man sieht echt voll stark, dass er diese Karte alleine gemacht hat. Es ist kein Sandstein unterm Sand, sondern nur Sand. Richtig gute Karte halt. Ich glaube, den Partner nicht echt How to Troll One Party. Ja klar, ein Skelett in voller Eisenrüstung mit verzauberter Eisenhose. Komm doch her, du Wichser. Ich mach dich kaputt. Klar, nichts gekriegt. Es ist geil, hier alles so natürlich und auf einmal kommt eine Cobblestone-Wand. Hast du eine Tür mit? Ja, hast du eine Tür? Ich hab gar keine Tür. Ich hab eine. Ich hatte nie eine. Ja, ich glaube, das ist noch eine von Jörg. Die sind von meinem Eingang, weil ich den Weg anders gemacht habe mit Stone Bricks. Wollte ich dann mal so ein bisschen ausprobieren. Freddy, haben wir da oben eine Crafting Table? Ja. Unter am Ofen. Ich bin jetzt übrigens schon bei Jörg. Oh. Ja, Hauptsache du läufst immer gleich wieder weg. Boah, den ganzen Dreck ab, den ihr hier stehen lässt und macht dann da Sand hin irgendwie. Warum? Weil es hässlich. Ja. Weil unser Strand schön aussieht, wenn wir hier einen Urlaub machen wollen. Dann sieht sowieso scheiß aus mit den scheiß Erde immer dazwischen. Dann gib mir Sand. Bau dir was ab. Aber du hast schon genug. Was machst du da? Wie tief willst du den bauen, Jörg? Hauptsache ich hab meinen Inventar auch als Sand. Manchmal sollte man Jörg einfach verprügeln lassen. Das ist die oberste Spitze von unserem Strand. Da links ist viel schönerer Strand. Okay, dann bauen wir auf die komplette Spitze ab. Ja. Ja. Freddy, ich frag dich das nicht gerne, aber hast du vielleicht nochmal wieder was zu essen für mich? Und was willst du denn haben? Ich habe Ofenkartoffeln, ich habe gebratenes Schweinefleisch, ich habe Steaks. Ja, eigentlich so relativ glatte Hauptsache irgendwas, was mir denn. Ich kann dir auch einen Diamanten geben, auf den du dann lutschen kannst. Nee. Mir reicht der Sand, den ich hier lutsche. Danke. Ich habe jetzt noch drüber geschrieben, betreten verboten. Ist ja wohl klar, dass alles, was Cobblestone ist, unser Haus ist. Ich mache vor das Portal nochmal einen. Also, dass sie es wirklich sehen. Und nicht sagen können, ja, haben wir nicht gesehen. So, Moment. Haus von Fischi Freddy Jörg. Was eigentlich mit der anderen Person, die ich mitspielen wollte? Was ist damit? Ja, wie gesagt, ich habe ein paar Jahre noch nicht Bescheid gesagt. Ja, aber die Person wird jetzt 100% mitmachen. Ja. Dann sag ihm mir sofort Bescheid. Nein, nur jetzt nicht. Wieso? Weil ich mit drei Leuten, die aufnehmen, gerade zufrieden bin. Ich brauche gar nicht mehr. Okay. Ja, aber ich will vielleicht mehr haben. Ich brauche jetzt noch. Anstatt dass Jörg irgendwie so die nächste Ebene baut, nein, er baut einfach ein riesiges Loch in unseren. Nein, aber ist schon gut. Jörg weiß, was er macht. Ich wollte jetzt hier eine Wasserstrecke genau bis zu unserer Wohnung machen. Weißt du, so. Klar, ich hätte zwei Falltüren, danke. So ein Tunnel, wo man im Wasser hinschwimmen kann. Mit dem Boot direkt vom. Dein Ernst jetzt? Nein. Bitte mach das. Ja, klar. Und daneben machst du noch eine Eisenbahnstrecke. Du hast übrigens ziemlich viel Sand verloren. Oh, mein Inventar ist auch fast voll. Ich würde schon mal ein bisschen Sandstein machen. Den kann man auch mal gebrauchen. Freddy, unser Haus ist jetzt nicht mehr geheim, ne? Ich habe jetzt übers Wasser ein Schild gebaut. Bitte nicht. Warum? Es war auch vorher schon nicht geheim. Jeder hat es gesehen. Ja, aber jetzt steht halt noch ein Schild drauf und ein Dreckblock. Und eine Falltür, damit wir halt reinkommen und Jörg, hast du einen Bogen? Fischi, Freddy, Jörg. Nee. Hast du vielleicht Spinnenweben? Also ja, Farben? Vier Stück. Kannst du mir die geben? Ich will mal gucken, ob ich mit dem Bogen da. Hast du. Ja, Pfeile habe ich. Zwei reichen. Ich muss kurz gucken, ob ich auf die Insel schießen könnte. Auf welche? Auf die eine. Du bist doch noch bei der Geheimbasis, oder? Beziehungsweise bei der Insel von Game Chest, ne? Ja, bin ich noch. Kann man die Schilder nicht ohne Axt abbauen? Doch, man kann gegenschlagen. Ich hab grad eine Stunde gegengeschlagen oder so, bis es weg war.
Hängst du an Leiter oder so? Ja. Ja, da dauert das extrem lange. Boah, das ist kotzig, ey. Ich esse jetzt Erdbeeren. Wo ist denn die Insel? Die war doch da hinten, oder Jörg? Mhm. Wieso sehe ich die nicht mehr? Ich hab die noch nie gesehen von hier. Ich konnte die sehen, wenn ich hier hingefahren bin, aber noch nicht mehr. Habe ich jetzt einen Timer? Fischi, bist du an der Oberfläche? Nein, ich bin unter Erde. Ich habe keinen Timer gestellt. Kurz Pappe, bis gleich. Gleich.